Dynamo TV wird präsentiert von Verticalis, der Spezialist für seilunterstützte Höhenarbeit, Industrieklettern und Höhenrettung. Glückwunsch zum ersten Heimsieg im Jahr 2022. Wie hast du die Stimmung nach Abpfiff im Stadion wahrgenommen? Ja, unglaublich. Also als wir eingelaufen sind, dachte ich schon, okay, was ist hier los? Mittwochabend, bei allem Respekt gegen SC Verl, was natürlich, wo jeder weiß, dass jetzt nicht unbedingt der attraktivste Gegner ist. Dass so eine volle Hütte hier ist, ist unglaublich, nach dem, was in den letzten Monaten passiert ist. Aber ja, das zeigt nur, was den Leuten hier der Verein bedeutet und freut mich sehr, dass wir die heute mit einem Sieg beschenken konnten. Du hast den Sieg mit deinem 1:0 auf den Weg gebracht. Kannst du die Situation nochmal beschreiben? Joni hatte außen den Ball. Ich habe natürlich gehofft, dass er flankt. Das hat er dann auch getan. Ich glaube schon, dass es auch meine Stärke ist, da vorne mal mit reinzugehen. Dann kam der Ball direkt auf meinen Fuß. Dann habe ich gegengehalten und so kann ich mich daran erinnern. Ich muss mir nochmal angucken. Wie beurteilst du die Leistung heute gegen den SC Verl? Nee, also man muss ehrlich sein, dass es jetzt keine sehr gute Leistung von uns war. Ich glaube, dass wir gerade am Anfang auch gebraucht haben, in die Zweikämpfe zu kommen. Da hat mir ein bisschen so die Leidenschaft gefehlt. 50-50 Duelle gingen immer an den Gegner. Dann klar mit der roten Karte und dem Tor ist natürlich, hat es ein bisschen uns in die Karten gespielt. Nichtsdestotrotz musst du auch in Überzahl erstmal dann das so souverän runterspielen. Ich glaube, wir haben dann nichts mehr zugelassen und das ist wichtig. Wir wollten unbedingt hier heute zu Hause gewinnen. Das ist nämlich auch lang genug her. Das war jetzt der nächste Schritt und auch wieder zu Null und das freut mich natürlich sehr. Du hast mit dem 2:0 den Deckel drauf gemacht. Kannst du die Situation nochmal beschreiben? Ja, es war ein Freistoß von Paddy Weihrauch. Da war ein bisschen getümmelt, Knipping war glaube ich im Zweikampf und der Ball kommt dann vom Gegner quasi mir so ein bisschen in Lauf. Und da habe ich einfach draufgehalten und bin unfassbar glücklich, dass der Ball reingegangen ist. Im Stadion ist eine Menge Last abgefallen, bei den Fans auch. Wie hast du den Jubel vor dem Carblock erlebt? Es war unfassbar, was da einem entgegenkommt und man... Es freut einen einfach, wenn man die Fans auch glücklich machen kann. War ein unbeschreibliches Gefühl, ja. Ihr hattet viele Chancen, früher das 2:0 zu machen. Wie sehr hat es an den Nerven gezerrt, dass es dann so lange gedauert hat? Ja, wir wissen um unsere Qualitäten. Ich wusste, dass wir auch noch den zweiten nachlegen werden. Aber es wäre natürlich schön, wenn es mal früher klappen würde und man dann nicht mehr so lange zittern muss. Aber Hauptsache, wir haben gewonnen und wir werden das klar analysieren und werden natürlich versuchen, jetzt dann auch Spiele früher zu entscheiden. Ihr habt dann lange Zeit in Überzahl gespielt. Wie hat denn die rote Karte das Spiel aus deiner Sicht verändert? Ja, natürlich waren wir nominell eine Person mehr auf dem Platz. Wenn wir das ausgenutzt haben, dann haben wir auch Torchancen kreiert. Hätten auch das eine oder andere noch machen können oder müssen. Manchmal haben wir uns aber auch schwer getan damit. Aber nichtsdestotrotz, ich bin froh, dass wir gewonnen haben. Das war unser Ziel. Wir wollten so viele Punkte wie möglich aus der englischen Woche mitnehmen. Jetzt haben wir 6 von 6 und das stimmt mich trotzdem positiv. Das Spiel war vielleicht nicht immer ganz gut, aber trotzdem haben wir 2:0 gewonnen und das ist ja das Positive. Ich will dann nicht wissen, wenn wir gut spielen, wie es dann ausgeht. Nach 2 Dritteln der englischen Woche stehen 6 Punkte auf dem Konto. Mit welchem Ziel fahrt ihr jetzt nach Köln? Ja, wir wollen die volle Punkteausbeute holen, ist ja ganz klar, so sind wir in die Woche reingegangen. Erstmal stand das Derby gegen Halle an, da sind wir den ersten Schritt gegangen, jetzt haben wir den nächsten Schritt gemacht und ganz klar wollen wir natürlich jetzt die englische Woche vergolden und dann gegen Viktoria Köln die nächsten 3 Punkte holen. Klar, die perfekte englische Woche spielen, das wäre super. Wir wissen auch, dass es kein einfaches Spiel wird, weil Köln echt einen guten Fußball spielt, aber wir fahren natürlich hin, um zu gewinnen. Danke dir und viel Erfolg. Glückwunsch.